Ja, ich arbeite viel mit Büchern. Wir erzählen ihnen Geschichten, wir machen aber nur nicht nur reine Geschichten, wir arbeiten auch rundherum, wir machen Aktivitäten rundherum. Zum Beispiel am Bauernhof hat man dann die Geschichte von den Tieren vom Bauernhof. Wir sind da hingegangen, sind Tiere gesehen, sie konnten sie packen, sie haben sie erlebt. Dann haben wir auch Spieler rundherum, wo sie die Tiere rundherum können abgreifen, andere können suchen. Und da zählen sie dann auch mittlerweile, was sie im Bauernhof erlebt haben. Das ist dann immer so ein Dialog, den dann du kannst. Und das kommt alles auch aus den Büchern mit heraus. Richtig, wo wir im Bauernhof waren, haben wir Schwein gesehen. Genau. Du meinst noch Zierse, gell? Zebra. Zebra, ja. Die und jetzt haben wir eine Ananas. Ja, den ist ein Ananas. Jetzt haben wir Eva. Ja, den ist Kass. Was ist das? Oh, was? Drauf, ja, komm drauf. Das sind Kass. Oh, was ist das? Ein Kraut. Na, das sind Kiste. Der um auch gesehen, wie hieß denn der? Galina! Ja, Hung. Das ist ein Hung, Mam Schüppelchen. Auf wen ist das schon wackerig im Bauernhof? Und durch die hart Muren müsst sie die kleinen Schuhwackerer. Weil er anschauft, die machen und sie mähen so hart. Ja, Baby. Und sie mähen all zusammen so hart, Andrea, dass es bis an die Hütte vom Hund geht. Da komm ich gehen nur mal gucken, wie nachschläft. Und das dann. Bam. Oh, der Bam, der liegt noch am Bett. Und du könnten Hund, Tinger, Schwein, Schof und Kuh. Und sie machen zusammen den Bann, Wacker, so Bann. Machen noch den. Mama, pik, 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 pik. Sau möchte Huhn. Pik, pik, pik. Könnt geflohen. Pik, 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 hin ist Kehr. Pik, 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 da tut er gern. Nick, 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 so schläft ein Huhn. Haut, Hütchen, neischt mich zu tun. Er ist fertig mit Schaffen. Na, danke, ja. Mit der Jungfrau Claudine gucken wir, wie die auf ein Haus gehören. Und bei mir spielen wir Memory. Und wir müssen die zwei selbst fangen. Ja, verlassen. Das ist krass. Das ist krass. Maja, wo könnt ihr dann hin? Das ist Schof. Wo kann Schof dann hin? Gis? Ja, das geht! Aus Zellwäsch? Aus Zellwäsch? Ja. Dann hol sie. Nimm dir. Wie das da? Wie das da? Kau, aus Zellwäsch? Ja. Ja, richtig. Aus einem Einhorn gemacht. Aber was ist das, ein Schwanz? Ja, Bär. Wir hatten noch Thema Raupen, Martine gemacht und du hatten wir uns einfach Raupen und Klasse bestellt.
Und ich kann einfach den Prozess zuweisen, wie das geschieht von einem Raub, dass der Piper leckert. Ich habe den ganzen Stadion Martinen durchlebt, vom Raub zum Kokon, dann eben zum Piperleck und zum Schluss haben wir die dann noch zusammen Martine Fleie gelassen. Dann haben wir ganz flott für sie auch war. Natürlich haben wir auch Aktivitäten rundherum gemacht, an ein Buch gezählt, die Raupen nicht mehr satt. Und das haben wir noch Französisch gemacht. La saucisse, du gâteau et du melon. Melon! Et après, il a. Oh, il a mal au ventre! Oh, de paour! Oh, il a trop mangé! Il nous a zu viel gies! Wir machen immer den Lien zu dem, was wir nachgesehen haben. Mit dem Raupen immer setter Buch auf Französisch. Da haben wir die Bilder gewiesen an, eben auch die richtigen Raupen, die richtigen Kokon, die richtigen Piper lecken. Das sie haben aber du direkt. Wird bei dem richtigen Bild, bei den richtigen Mäuern, du eben gesagt. Sie haben wieder so gut noch geschwärzt wie Blitze, wo ich habe mir doch wirklich ganz einfach gehalten. Kurz und einfach Satz, den sie aber dann ganz gut verstanden haben. So, mit Lied sagen von Borboletti. Wir hatten ein Projekt gemacht mit den Büchern, wo sie dann erklärt haben, wie es mit Büchern umgeht. Und die Bücher haben wir an ihrer Sprache übersetzt. Das war dann auf Portugiesisch, auf Jugoslawisch, auf Französisch und auf Arabisch. Und sie haben die dann noch mal Themen gekriegt, konnten das mit der Familie gucken. Also die Bücher zusammen gucken, schätzen sie auch ganz viel an ihrer Mammensprache. Das sind sie wieder dann, hatten sie am Buch gesehen an ihrer Mammensprache. Ich so an. Ja, Papa kann bei sie hin. Was ist das? Ja, das ist Schläg. Ein Heesprenger. Der springt. Oh, another one! Nachhin, Schläg. Oh, der Körbe. Nee, das ist kein Schlag, das ist ein Wurm. Das ist ein Wurm. Gras. Oh! Ja, den? Den Indien. Was ist das dann? Hand von der Mund. Was ist das dann? Rot und schwarz. Ja, es ist mit schwarzen Punkten. Wie heißt den? Ja, weißt du nicht. Das ist Himmelsteuerchen. Joelia. Geil. Oh, es ist schon schwarz. Oh, du. Ja. Ist das Raub? Ja, das ist ein Raub. Und dann. Ein Raub. Das ist nachher Raub. Oh, ein Raub. Nachher. Ja, sind alle verstoppt, hä? Ja. Oh, Pink. Ja, den hat ein Herz für den Bauch, hä? Das ist mein. Und du? Schüttle. Kajon. Du hast. Mama. Du hast Mama. Und du hast Kanna. Mama. Filia. Und Papa. Nein, Kanna. Filia, Filiu. Das sind Kanna. Das ist Kanna. Du hast Mama. Ich, du hast Mama.
mein Mama. Ja, das Mama. Der Rolle vom Enseignant oder der Rolle von der Educatrice, die besteht dann durchaus um gut Nutzen lauschen. Immer um den Vokabular, die von der Kanner könnt, die könnt teilweise dann auf Portugiesisch oder Kreol für den abzuholen. Und für den du dich auch dem ganzen Weisen, ich respektieren das, ich legitimieren das, mir dann aber das letzte Wort zu gehen. Und dann das Wort oder doch zu gebrauchen in einem ganzen Satz oder zu verknüpfen mit Ereignissen, die kann ich schon gesehen haben. Das gesagt, ich habe ganz schön an den Bücher, wir sind halt das, warum wir Thema Bauernhof. Und du gesagt, ich ganz gut, wie immer die Verknüpfung gemäht mit meinem Varium Bauernhof. Du gehst ja aber kein, du sind ja aber hingehen. Aber was hast du dann erlebt? Und so sind dann die Räume wieder pick, pick, pick. Oder die Geschichten, oder dann noch mit den Klammern, wo sie die Pferde gebastelt haben. Das bist dafür gekannt, Sinn. Das gibt dann etwas Ganzes, etwas Holistisches. Und dadurch können sie das Vokabular dann auch in dem Moment ergreifen, erfassen und in dem Moment lehren.